Hallo MMA4Today-Fans, zu meiner Rechten Alexander Rakic, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Kann nur gut gehen bei so einer krassen Veranstaltung. Ja, wir befinden uns gerade bei Octagon 49 in Köln. Bericht mal, wie ist die Atmosphäre, vor allem wie ist sie im Vergleich zur UFC? Da, du warst auch schon auf den größten Bühnen gewesen. Ich war bei der UFC in Amerika. Da ist es so, dass nicht so viele Leute, also nicht so viele jetzt wie hier, zum Beispiel 20.000, also sind immer UFC-Events, die in Europa sind immer so stark besucht, aber Octagon natürlich mega, mega Erfolg, volle Halle, also bin richtig überrascht. Du bist die aktuelle Nummer 5 im Light Heavyweight. Du hattest zuletzt gegen Jan Blachowicz gekämpft, dich leider dann am Bein verletzt. Wie geht's dir jetzt mit deiner Verletzung? Die Verletzung ist Geschichte. Ich bin wieder voll fit und 20. Jänner ist es dann wieder soweit. Hast du den letzten Kampf vor gut einer Woche Jiří Procházka gegen Alex Pereira geschaut und deine Analyse? Natürlich habe ich es gesehen. Für mich war der Stoppage etwas zu früh. Dann hat Jiří gesagt, es war nicht zu früh, er war draus und jetzt sagt er wieder, es war jetzt zu früh. Also ja, es war wie gesagt, bis zum Ende hat Jiří geführt meinerseits. Alex ist jetzt Champion und das muss man auch so respektieren. Und wie schaut es bei dir aus? Wann können wir dich wieder im Octagon sehen? Am 20. Jänner kämpfe ich in Kanada, in Toronto gegen Jan Blachowicz. Das ist schon offiziell? Das ist schon offiziell, ja. Und wie wirst du diesmal an die Sache rangehen? Wie beim letzten Mal, aber ohne eine Verletzung, so Gott will. Und dann werden wir den Sack zumachen und den Sieg nach Hause holen. Wann fängst du mit der offiziellen Vorbereitung an? Ich bin ein Kämpfer, der eigentlich immer fit, also immer auf 70-80% ist. Also für mich sind eigentlich die richtigen Vorbereitungen 6 Wochen vorm Kampf und die beginnen jetzt Anfang Dezember. Da bereite ich mich dann spezifisch auf den Kampf vor, damit ich einfach auf 100% bin. So mache ich es eigentlich seit ich in der UFC bin. In 10 Jahren, wenn wir nochmal ein Interview führen sollten, was wird dann Alexander Rakic zu seinem Werdegang alles erzählen können? Champion im Light Heavyweight, Champion im Heavyweight und dann als Profiboxer noch ein paar Kämpfe. Gibt es da schon Favoriten, vor allem im Boxbereich? Nein, noch nicht. Also ich fokussiere mich jetzt einmal für die UFC und Boxen ist, warum Boxen? Boxen ist einer meiner größten, ersten Liebe im Kampfsport und natürlich der finanzielle Weg ist, kommt beim Boxen nichts darüber und da gibt es das meiste Geld. Aber wie gesagt, erst fokussiere ich mich auf die UFC, auf die Light Heavyweight Division und dann schauen wir weiter. Hey, wir wünschen dir viel Erfolg und freuen uns auch schon auf den 20. Januar. Dankeschön. Danke auch. Dankeschön. Alles Gute.